Hallo Freunde, CSD Report hier. Heute nach unserer Meinung nach ein sehr wichtiges Thema, Thema IFAK, Individual First Aid Kit. Warum ist das wichtig? Einfach ist die Erstversorgung bei eventuellen Verletzungen wichtig beim Erstaufspüren, damit man jetzt nicht ausgeschossene Zent oder Gesichtstreffer oder irgendwas, sondern immer das, was wirklich immer passieren kann, das sind Knochenbrüche, das sind allergische Reaktionen auf Insektenstiche, das kann alles sein, das kann Verstauchungen sein und deswegen ist unserer Meinung nach ein IFAK sehr wichtig. Wir haben das im Verein bei gewissen Spielen, wie zum Beispiel Frankreich, bei Instandsetzung unseres Geländes haben wir Verletzungen gehabt, wir haben Verletzungen gesehen und wir möchten euch das heute einfach mal sagen und das Augenmerk mal drauf legen, wie wichtig das eigentlich ist, dass nicht nur als super Gear wichtig ist, super Ausschauen wichtig ist, super Spüren wichtig ist, sondern dass das sicher eines der wichtigsten Themen ist für uns den CSD. Schauen wir uns das an. Das IFAK gibt es in verschiedensten Varianten. Es gibt sicher für jeden irgendwas, Form, egal was. Wichtig ist es, dass das IFAK gut gekennzeichnet ist, am Gürtel, an der Ausrüstung, am Plattenträger, egal wo es ist. Man sollte es am Körper haben, nicht hinten irgendwo im fetten Rucksack drinnen, sondern echt, dass man sofort dazukommt, sollte irgendein Notfall eintreten. Schauen wir uns das an. Ich habe es auf dem Combat Belt um. Das ist ganz einfach, das sieht jeder. Okay, das ist jetzt nicht die super Lösung, ich habe es jetzt einfach gemacht. Nein, da kommt noch mein Patch. Job, das sieht jeder. Okay, da ist ein Kreuz drauf, Wasser, normal, jeder, was das bedeutet hat. Job, ich fahre herunter. So muss das gehen, es muss blitzschnell gehen. Ich muss nicht lange ein Belt ausziehen und alles. Oder die Westen, dass ich zu meinen Sachen dazukomme. Zu meinem Verbandsmaterial, zu meiner Spritzen, was ich brauche, wegen einem allergischen Schock oder was auch immer. Schauen wir uns das an, wie das jetzt ausschaut, wie meins drinnen ausschaut. Und ich finde, das ist das Nötigste, einfach nur das Nötigste, was man mithaben sollte. Und das auch auf ein 1-Tages-Spül, auf ein FFA oder ein 3-Tages-Spül. Man muss sich halt das noch immer wieder so zusammenstellen, dass es passt. Auf meine Bedürfnisse abgestimmt, auf jeden einzelnen. Schauen wir uns das an. Und das schaut so aus. Ich lege das jetzt einfach mal daher. Natürlich eine Schere fürs Verbandsmaterial. Natürlich Faschnern, Mullbindnern, Wundkompressnern, Wundtierhaar, Verbandstierhaar. Ganz wichtig auch, bei einer Verletzung, man kühlt extrem schnell aus. Gell? Das heißt, so ein Rettungsdecken, die nimmt nicht viel Platz weg, sechs Jahre. Und die kann ziemlich viel bewirken, wenn man echt in eine Notsituation kommt. Weiter als Verbandsmaterial. Wie gesagt, Bindnern, Verbandstierhaar. Gehen wir da weiter. Und ich finde, ein IFAK, das muss jetzt nicht so ausgelegt sein, sollte auch inbegriffen sein für richtige Verletzungen, für Schnittverletzungen, für tiefe Verletzungen, aber auch so für die kleinen Bewegungen, finde ich, weil nichts ist schlimmer, ist man auf einem Spül irgendwo unterwegs und man kriegt auf einmal Kopfhörer oder irgendwas, das verhaut einfach den ganzen Tag. Ich habe schon das oft gehabt, dass ich da Drucken gekriegt habe im Kopf und da hast du nichts mit. Das ist natürlich so eine C-Brause oder was halt jeder verwendet, hier vom Vorteil. Alkopads, natürlich kleines Verbandsmaterial. Dreieckstürhaar. Was auch wichtig ist, dass ich hoffe, dass ich das nie erleben will oder auch mitsehen, aber auch für Wiederbelebung, für Mund-zu-Mund-Beatmung habe ich drinnen. Wie gesagt, kleines Verbandsmaterial für kleine Schnitte, Pflasterlern. Insektikum, das heißt eine Creme für Insektenstiche, bla bla bla, eben wieder für die kleinen Wehwehchen. Ist auch wichtig, wenn du irgendwo Gößern hast, dass du Aspekt bist, dass du was aufhören kannst. Später ist Rona, Wundgel, desinfizierend. Und, das habe ich halt noch drinnen, ein Superkleber. Warum ein Superkleber?
Mit denen kommen kleinere Wunden an, die was bis 2, 3, 3,5 cm gehen. Wo man weiß, wie es geht, kann man die picken damit. Und was auch meiner Meinung nach ganz wichtig ist, Hygiene. Das heißt, Handschuhe. Ich habe 3 Paar mit, weil sollte mir echt irgendwann mal was passieren, möchte ich, dass da 3 Leute mir helfen, so viel wie möglich. Dass da alles in die rechten Wege geht, geklettert wird. Und da sind halt einfach 3 Handschuhe drinnen. 3 Paar Handschuhe, also nicht 3 einzelne, 3 Paar. Handdesinfektionsgel. Ihr seht, das ist so klein, das kann man überall rein, das ist so super zum Verwenden. Was ist da noch drinnen? Ah, schaut, ein zweites Rettungsdecken. Okay, da reicht vielleicht eine. Und, auch ganz wichtig, eine Taschenlampe, eine kleine. Warum eine Taschenlampe? Wenn ich eine Nachtspül habe, wenn ich irgendwo drinnen liege oder was, eine offene Wunden habe und die erst versorgt werden muss, und ein Spieler vielleicht keine Taschenlampe mit hat oder irgendwas, ist er sichergestellt. Ich meine, IFAK, dass jeder leichten kann, schauen. Ich habe da dort bin super ausgeleuchtet, die kann mich vielleicht eventuell selber auch, wo nichts Großartiges ist, verarzten. Also eine kleine Taschenlampe passt auch überall eine. Und was auch bei jedem IFAK oben sein sollte, das sind Knicklichter. Knicklichter sind individuell überall multifunktionsfähig und einsetzbar. Und was halt bei dir ist, du holst sie raus. Du kannst, wenn du echt in die Notlage kommst beim Spül, beim Nachtspül oder was, ihr knickt sie, eure Buddies knicken die, können ein Signal geben, dass sie wissen, okay, da ist einfach ein Unfall. Du kannst auf die aufmerksam machen. Das sind einfach eine super Sachen, was man eigentlich mit haben sollte in einem IFAK drinnen. Das ist meiner Meinung nach das Mindeste, was man mit haben sollte am Mann. Und mit dem kann man schon ein bisschen was machen. Ja, sechs, wir legen auf das großen Wert. Wir haben schon so einige Sachen gesehen. Zwar jetzt nicht die ultimativen, Gott sei Dank, eine schlimme Verletzung, aber ich sage so, man kann sowas immer mit haben und das ist kein Fehler, wo man es mit hat. Ich hoffe, es hat euch jetzt gezeigt, dass sowas wichtig ist. Ich sage danke fürs Schauen und man sieht sich im nächsten Video. Ciao.